Langlauf ist für mich einfach faszinierend bei jeder Witterungsbedingung. Egal, ich mag es, die Extreme. Das ist unheimlich spannend. Man kommt mit der Natur so nah zusammen und merkt, dass man eigentlich ganz klein in bestimmten Situationen ist. Fitnessstudio AD, das war gestern. Wir fangen jetzt an zu skaten an der frischen Luft. Ja, man gleitet eigentlich so lautlos und auch so ein bisschen schwerelos. Es hat so was vom Fließen. Man möchte die ganze Zeit singen. Das ist herrlich. Wenn es in Göttingen schneit oder man hört aus den Nachrichten im Harzkammernlauf, dann kribbelt es einem schon in den Fingern und dann wird immer geguckt, wann passt es, und auf die Wetterkarte gucken wir dann. Aber an so einem Tag, da kann man es zu Hause eigentlich nicht mehr aushalten. Als er zum ersten Mal Langlaufski unter den Füßen hatte, da war er 10. Heute ist Georg Zipfel Mitte 60 und es zieht ihn immer noch auf die Loipe. Der frühere Bundestrainer testet gerne mal neue Strecken, wie hier im Karwendel. Also ich bin hier noch nie gelaufen und ich muss sagen, ich bin überrascht gewesen über das tolle Gelände. Also es ist leicht, es ist einfach, toll gespurt. Dann hier über die Isar drüber und dann im Kanada Trail, der ist flach, man hat die Bäume. Und es ist eigentlich in den Bäumen und trotzdem ist es weit. Und man hat, und nach jeder Ecke hat man wieder ein neues Bild vor sich. Und man genießt es, man sieht es und merkt natürlich auch, ob man gut drauf ist oder nicht so gut drauf ist. Dementsprechend muss man das Tempo auch wählen. Mit dem richtigen Tempo kennt er sich aus. Georg Zipfel war zu seinen aktiven Zeiten einer der besten Langläufer Deutschlands. 18-facher deutscher Meister und Olympiateilnehmer. Dann folgte seine Trainerlaufbahn. Der Langlauf aber war für ihn immer mehr als nur ein Sport. Man hat vielleicht irgendwelche Sorgen, irgendetwas beschäftigt einem. Oder man hat viel gearbeitet, ist viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Und wenn man dann rausgeht und mit jedem Schritt eigentlich fällt ein Stück ab. Und wenn man zum Schwitzen kommt, ist es einfach auch durch diese zyklische Bewegung immer wieder tap, tap, tap. Und man hat wieder Gedanken, Ideen. Und manchmal komme ich kaum so schnell wieder heim, damit ich das wieder schreiben kann. Ständig drehen sich seine Gedanken darum, wie er den Skilanglauf noch attraktiver machen kann. Für Zuschauer an den Fernsehgeräten, aber auch für die Sportler. Georg Zipfel ist in Sachen Langlauf ein rastloser Botschafter und immer unterwegs. Vor ein paar Tagen noch für den Internationalen Skiverband in den USA. Heute schon wieder in Bayern, um eine Schülermeisterschaft vorzubereiten. Georg Zipfel brennt für seinen Sport. Bloß mal so die Natur genießen. Wann hat er dafür überhaupt Zeit? Selten. Aber wenn, dann immer an schöne Plätze. Zum Beispiel jetzt hier hat man einen wahnsinnig schönen Blick auf die Fläche. Oder wenn man irgendwo auf einem Berg, eine Loipe über den Berg geht und man hat eine super Aussicht. Oder man irgendwie schöne schneezerzauste Tanne stehe. Ich sehe da oft immer Gesichter drin oder sowas. Das fasziniert mich. Da bleibt man schon mal stehen. Also, das habe ich auch meinen Sportler gesagt. Ihr müsst, wenn ihr Regenerationstraining macht, auch mal einen Blick nach links und rechts haben. Das muss man sowieso haben, um einfach auch die Schönheiten wahrnehmen zu können, wenn es richtig geschneit hat und der Schnee, so die Eisdinger in den Bäumen drin hängen. Das sind tolle Gebilde und da sowas muss man sehen. Aber man muss auch verstehen, dass es schön ist. Langlauf mit allen Sinnen erleben, das will der erfahrene Trainer auch den Jungen vermitteln. Doch Zipfel weiß auch, die Schönheit der Natur allein zieht nicht. Da muss schon ein bisschen mehr Action her.
Langlauf geht in diese Richtung. Technikparcours, spielerisch mit Freude den Langlauf erlernen und nicht nur geradeaus laufen, sondern dadurch auch sehr gute Technik sich aneignen, die sie später dann, wenn sie im Wettkampfsport unterwegs sind, dringend benötigen. In 30 Stunden soll hier so ein Parcours entstehen. Denn in Krün findet der Deutsche Schülercup statt und Georg Zipfel ist für den Aufbau der Strecke zuständig. Doch es gibt ein Problem. Das Gelände ist nicht gut genug präpariert. Das bedeutet Zeitverzug. Und morgen Nachmittag kommen die ersten Sportler und dann möchte sie trainieren. Es sollte alles stehen und somit ist eigentlich immer ein Druck da. Bevor der geplante Technikparcours aufgebaut werden kann, muss das Gelände erstmal richtig gut planiert sein. Der Raubefahrer ist für mich immer mit der wichtigste Mann, weil der kennt seine Maschine, kennt den Schnee. Und je nach Schneeart muss dann der Radius stimmen. Und wenn er das sieht, ist seine Arbeit. Und da hat er ein gutes Gefühl. Und das ist auch Motivation für jeden, der mit dabei ist, wenn er sieht, hat er tolle Arbeit gemacht. Nur wenige zupackende Helfer stehen ihm heute zur Verfügung. Gute Stimmung ist jetzt gefragt, wenn die Rennstrecke rechtzeitig fertig werden soll. Das dahinter einwalzen und dann gehen wir hoch. Und den Buckel? Ja, und schaffen uns vorwärts. Ja. 600 Kilometer nördlich im Harz. Auch hier große Herausforderungen. Gunda und ihre Freunde vom Skiclub Göttingen wollen die Skating-Technik lernen. Sehr schön sieht das aus bei euch. Sehr schön. Ich muss mich voll konzentrieren, dass ich hier nicht wegrutsche. Ne? Jetzt gehen wir mit den Ski durcheinander. Skilehrer Tobias hat eine Reihe von Übungen mitgebracht. Zunächst geht es darum, ein Gefühl für den Ski zu bekommen. Das geht am besten spielerisch, und zwar ohne Stöcke. Gunda! Skating ist sportlicher. Zieht jugendliche Leute an, Triathleten, viele Leistungssportler machen das im Winter. Wenn man im Anfang möchte, bietet sich die klassische Technik an, weil man da erstmal über das Skiwandern im Diagonalschritt erste Erfahrung sammeln kann. Beim Skating tut man sich etwas schwer am Anfang. Wenn man am ersten Tag gute Betreuung bekommt und am zweiten, dann kann man die Technik, denke ich, in 2 Tagen gut erlernen und dann auch passabel laufen. Aber bis es so richtig elegant aussieht, braucht es seine Zeit. Sehr schön. Und ihr merkt, wie ihr langsam ins Gleiten kommt. Schritt für Schritt wird die Technik geübt. Erst im Tiefschnee. Dann geht's auf die Loipe, allerdings nur mit einem Ski. Gunda hat es ziemlich schnell raus, wie es geht. So schön. Dann kommt auch schon der zweite Ski zum Einsatz. Jetzt geht es um den richtigen Abdruck. Gar nicht so einfach. Was ich auch gemerkt habe, man braucht auch Gleichgewichtsgefühl. Also wenn man schon einen Schuh im Einbeinstand anziehen kann oder eine Socke, ist von Vorteil. Weil dann kann man leicht das Gleichgewicht halten. Skaten ist schon anspruchsvoll. Muskeln, Herz-Kreislauf-System und Sinne sind gefordert. Anstrengend, aber schön. Die Auswirkungen des Ausdauersports auf die Gesundheit, das ist sein Fachgebiet. Für den Sportmediziner Joachim Latsch ist Skilanglauf das Beste, was es gibt. Der Skilanglauf ist eigentlich die Ganzkörpersportart aus gesundheitlicher Sicht überhaupt, weil man große Muskelgruppen bewegt, weil Arme, Beine, Koordination im Einsatz sind, Gleichgewicht wird geschult und so weiter. Also es ist eigentlich das Idealbild, was wir uns aus sportmedizinischer Sicht im Ausdauersport wünschen würden. Moinsen! Neuschnee, leichte Minustemperaturen, Sonne. Die Langlaufbedingungen im Harz sind heute ein Traum. Ute und Klaus sind seit vielen Jahren Vereinsfreunde im Skiclub Göttingen. Und an solchen Wochenenden hält sie nichts zu Hause. Sie wollen auf die Loipe. Wenn es morgens losgeht, wir müssen dann um 7 Uhr aufstehen, sonntags im Winter. Und das finde ich ganz schön früh. Und dann denke ich, oh, warum? Und wenn wir dann draußen sind, dann finde ich es so herrlich. Und abends bin ich ganz glücklich, wenn ich nach Hause komme. Beide haben die 70 schon längst überschritten. Aber Langlaufen, das trauen sie sich immer noch zu.
Früher habe ich Abfahrt gemacht, aber ich bin ja jetzt schon ziemlich alt und ich habe Angst, wenn ich stürze, dass ich mir was tue bei der Abfahrt. Und jetzt so seit 6, 7 Jahren mache ich keine Abfahrt mehr, sondern nur noch Langlauf. Und Langlauf mache ich schon seit über 20 Jahren. Und zwar bin ich drauf gekommen, dass wir mal bei uns in Göttingen Schnee hatten und mir eine Frau begegnet ist auf Langlaufskiern, die war so alt damals wie ich jetzt. Und da habe ich gedacht, das ist der Sport, den man lange machen kann. Ute erlitt vor 5 Jahren einen Schlaganfall. Davon ist nichts mehr zu sehen. Nur ihre Touren sind heute kürzer, so knapp 15 Kilometer. Und sie achtet darauf, dass ihr Puls nicht zu hoch wird. Ich bin jetzt 75 und ich finde, man kann Langlauf sehr lange machen, weil man es auch langsam machen kann. Man kann es sportlich betreiben, man kann es auch langsam, man kann da ganz genüsslich gehen, man kann auch sportlich anfangen und wenn man dann kaputt ist, kann man langsam zurückstiefeln, das ist kein Problem. Das ist das Schöne dran. Man kann tatsächlich auch nach eigenem Können, nach eigenem Wunsch das dosieren. Man kann also den Belastungsgrad wählen. Man hat wirklich die Möglichkeit vom Skiwandern bis zum hochintensiven sportlichen Skilaufen das Ganze nach eigener Wahl zu gestalten. Dazu kommt natürlich das Motivationale. Man bewegt sich in freier Natur, man hat Eindrücke, man schult die Koordination, kriegt so ein bisschen vielleicht den Kopf frei, weil man eben durch den Wald läuft und so weiter. Also letztendlich ein Ganzkörper-Workout-Training in naturnaher Umgebung. Eigentlich, wenn man sich's backen könnte, wäre es perfekt. Ute und Klaus laufen die klassische Technik. Die lässt sich am besten variieren, ohne sich zu überanstrengen. Ich bin nicht mehr so gesund. Ich bin am Berg sehr langsam und muss da auch mal eine Pause machen. Aber sonst, ich finde es herrlich. Und am schönsten finde ich, wenn es runtergeht und es geht so flott durch die Landschaft. Die Loipe ist gut, der Schnee ist relativ unproblematisch. Eben, es ging ja etwas steiler und schneller runter. Das kann man heute ohne Gefahr fahren. Wenn es einem zu schnell wird, kann man ein Bein etwas ausstemmen und ein bisschen Fahrt rausnehmen. Man kann auf die Landschaft achten, man hat den freien Blick hier in diesem Fall. Manchmal laufen wir auch in den Wald, da geht es nicht. Aber hier ist das bei diesem Wetter wirklich super. Danke sehr. Sie lassen es gemütlich angehen, machen zwischendurch immer wieder mal ein Päuschen. Ich glaube, ich habe nicht so viele. Da hat man lange was von. Sag mal, wollen wir denn jetzt da runterfahren oder lieber hier weiter? Ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen da in den Hochwald rein. Ja. Spontanität und Liebe zum Langlauf teilen sie schon seit Jahren, trotz kleiner Zipperlein. Klaus hat Arthrose im Fuß, doch die gleitende, stoßfreie Langlaufbewegung bereitet ihm so gut wie keine Probleme. Der 72-Jährige hält sich in der schneefreien Zeit mit Skigymnastik und Radfahren fit. Ute ist ebenfalls das ganze Jahr aktiv, sonst reicht ihre Fitness im Winter nicht aus. Die Koordination braucht man auf jeden Fall, denn man muss immer bedenken, so eine Spur, da gibt es auch mal Stellen, die sind schlecht. Oder wenn es ins Frühjahr geht und die Sonne wird zu stark, dann können dann schon mal Maulwurfshügel durchkommen. Damit muss man letztendlich alles fertig haben. Es ist später Nachmittag. Ein ganzer Tag an der frischen Luft. Ute und Klaus sind erschöpft. Jetzt geht's wieder nach Hause. Auch morgen sind sie verabredet. Denn die Loipe lockt. Es soll wieder ein Traumtag werden im Harz. Zurück in Krün. Die Vorbereitungen für den Schülercup laufen auf Hochtouren. Immer noch wird für den Langlauf-Nachwuchs geackert. Für Georg Zipfel ist das Routine. Er hat schon viele solcher Rennstrecken gebaut. Trotz der unvorhergesehenen Verzögerung bewahrt er Ruhe. Wir machen jetzt eine Station nach der anderen. Wir müssen breit machen, wir müssen gut präparieren. Vorher können wir gar nichts machen. Das ist dann natürlich auch immer so. Gibt ein bisschen den Zeitdruck. Wir sind zwar noch relativ gut in der Zeit, aber es dauert doch. Und heute Mittag kommen dann die ganzen Leute zum Aufbauen. Aber das ist jetzt erst einmal das Allerwichtigste.
Den ganzen Vormittag lang wird gewalzt und planiert. Dann endlich ist es soweit. Das erste Hindernis wird in den Parcours eingebaut. Die Helfer vom Skiclub Krünn sägen Schneeblöcke aus. Die bilden später die sogenannte Tretorgel. Gegenläufige Bodenwellen werden morgen den Schülern einiges abverlangen. Georg Zipfel packt natürlich mit an. Damit es richtig schön wird, ist auch jede Menge liebevoller Handarbeit gefragt. Man macht es für den Sport, für die Sportler, und das merken die, dass sie ernst genommen werden und dass man alles für sie tut. Und das ist wichtig, um den Sport vorwärts zu bringen. Das ist wie beim Essen, etwas schön Dekoriertes, das Auge isst mit. Noch 24 Stunden, dann muss hier alles fertig sein. Und wieder hoch! Trainer Tobi kennt kein Pardon. Im Harz wird immer noch an der Skating-Technik gefeilt. Langen Kontakt zur Seite. Und wieder absenken in die Kniebeuge und lange rüberdrücken. Und langen Kontakt zur Seite. Von rechts nach links. Jetzt wird die Gewichtsverlagerung geübt. Und damit die Beinarbeit hinterher stimmt, immer noch ohne Stöcke. Schön nach oben vorne gucken. Guten Tag, guten Tag. Nach 2,5 Stunden Kurs sieht das Ganze langsam wirklich nach Skating aus. Obwohl die meisten bisher kaum Langlauferfahrungen hatten. Ich finde es toll, was Neues zu lernen, eine neue anspruchsvolle Technik. Wo man erst überlegen muss und dann umsetzen muss. Und dann merkt man so langsam, wie es stimmt, wie es immer besser wird. Ne? Macht Spaß. Koordinativ anspruchsvoll, finde ich. Aber macht sehr viel Spaß. Und was ich gemerkt habe, Ganzkörpertraining. Also es ist nicht nur, dass man die Beine nimmt, sondern alles. Fitnessstudio AD, das war gestern. Wir fangen jetzt an zu skaten an der frischen Luft. Nach 3 Stunden Kurs sieht die Beinarbeit bei den meisten schon ganz passabel aus. Jetzt sollen endlich die Arme dazukommen. Unterarm gebeugt. Tobias erklärt den Stockeinsatz. Nach vorne nehmt, und zwar so, dass der Stock parallel zum Erdboden geführt wird. Schieben, aufsetzen, pendeln. Schieben, aufsetzen, pendeln. Schieben, aufsetzen. Der Trainer macht es vor, die anderen machen es ihm nach. Alle Einzelbewegungen werden jetzt zusammengesetzt. Abdruck, Gewichtsverlagerung, Rhythmus. Ja, die Fortschritte sind, denke ich, das sieht man wirklich fantastisch. Skating sieht sehr kompliziert aus. Viele Dinge muss man gleichzeitig richtig machen, um dann einen schönen Bewegungsablauf zu bekommen. Deswegen haben wir die Technik heute Vormittag erstmal auseinandergenommen, die Einzelelemente geübt, dass man sich gut vom Schnee abdrückt, dass man sicher auf einem Bein gleiten kann und dass man den Gewichtswechsel gut hinbekommt. Und wenn man diese Einzelelemente immer wieder übt, dann, denke ich, kann man in 2-3 Tagen ein passabler Skatingläufer werden. Der Trainingstag in Krünn. In wenigen Stunden rücken die jungen Langläufer an. Immer noch ist viel zu tun für Georg Zipfel und sein Team. Ich bin dann machst du es da auf. Aber ich komme dann dazu, weißt du, dass wir oben das der Ja, das ist ein bisschen. Ja. Wir schaffen das, wir haben gute Leute. Sind zwar nicht allzu viele, aber jeder weiß, was er zu tun hat. Und im Moment sind wir gerade an die Strecke ein bisschen markieren, um die Richtung vorzugeben. Das geht schneller mit der Lebensmittelfarbe. Es gibt klar vor, wo gefahren werden muss. Jetzt mache ich da im Hintergrund, machen wir dann einen Bergauf-Slalom, wo wir 3 Strecken nebeneinander legen mit Richtungsänderungen. Dann kommt hier eine schnelle Abfahrt. Vorhin waren wir an der Schanze. Und dann kommt noch mal Slalom. Die Tretorgeln sind hergerichtet. Wird dann noch schön mit Farbe gemacht. Viele Stunden Arbeit stecken schon in dem Technikparcours. Und jede Menge Herzblut von Georg Zipfel. Und das ist entscheidend für die Jungen, dass die kommen und sagen, wow, toll hergerichtet, super, da möchte ich laufen. Und ich bin mir sicher,
die haben ihren Spaß und werden versuchen, ihre beste Leistung zu bringen. Alle technischen Anforderungen werden abgefragt. Das sind Richtungsänderungen, das sind Sprünge mit dabei, es sind Abfahrtstechniken, Anstiegstechniken. Ist eigentlich alles da permanent anders gefordert. Es sind Sprungschanzen drin, Springen ist cool, macht Spaß. Tretorgeln zu fahren, macht Spaß. Große Bodenwellen, bergauf oder bergab, das sind Herausforderungen. Traue ich mir das zu oder traue ich mir das nicht zu? Und dann, die bewegen sich, die merken das gar nicht. Also wir haben eine Untersuchung gemacht, die haben alle gesagt, hat super Spaß gemacht, war anstrengend, überhaupt nicht. Und wir haben anhand der Herzfrequenz festgestellt, dass immer sehr hoher Prozentsatz im intensiven Bereich unterwegs waren. Aber das merken die nicht. Die machen automatisch ihre Pause. Die gehen rauf, fahren runter und haben Spaß. So lernen junge Menschen ganz nebenbei einen Ausdauersport kennen, der sie ein Leben lang begleiten kann. Im Moment interessiert die aber nur eins: wie sie Zipfels Parcours bewältigen können. Die Sprungschanze auf der linken Seite, wenn man sie links fährt, ist auch besser wie rechts und man muss einfach die Knie anziehen. Aber da hatten meine 13 natürlich erstmal Respekt vor. Klar, Respekt ist immer gut. Mädels, die Teile schon rum. Das dritte Mal. Dritte Mal. Ja. Und, was sagt er? Es ist nicht so schwer. Es geht. Ja, es geht. Man muss schon aufpassen, aber sonst passt es schon. Mission erfüllt, zumindest hier in Krünn. Aber Georg Zipfel hat noch weit größere Visionen. Ja, morgen alles Gute, oder? Ja. Dann gibt's Spaß. Ja. Danke. Danke. Ja? Okay. Danke. Ciao. Was man fordert im Wettkampf, das wird auch trainiert. Man kann lang sagen, ihr müsst Technik machen, ihr müsst Skifahren. Und wenn das nicht geht, dann macht man halt ein Wettkampfformat, wo das abgefordert wurde. Und mein großes Ziel ist bei den Weltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf, das im WM-Programm drin ist. Und diese Jugendlichen, die sind vorbereitet, die trainieren das. Hier wimmelt's. Hier wusselt es nur von jungen Langläufern. Und ich wünsche mir, also jedenfalls haben sie Spaß, sind ja fast 300 Sportler da. Und ich hoffe, dass wir viele in 5, 10 Jahren noch sehen, egal ob im Leistungssport oder irgendwie anders. Das wäre mein Wunsch. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, dass wir da auch hinkommen.